meine lieben Zuschauer, habt ihr schon mal gefragt, wenn ihr Olaf Scholz, Joe Biden, Donald Trump oder gar Xi Jinping auf einer Konferenz, Rede oder einem öffentlichen Auftritt gesehen habt, habt ihr euch da schon mal gefragt, ob sie wirklich echt sind? Also ob es sich nicht um Doppelgänger handelt oder gar ob die Originale nicht schon längst durch Doppelgänger ersetzt wurden, die nun von einer grauen Eminenz im Hintergrund gesteuert werden? Nun, wahrscheinlich würdet ihr bei den eben genannten Staatsoberhäuptern mächtiger Nationen nie auf eine so verrückte Idee kommen. Okay, aber wie sehe es bei Kim Jong-un oder Wladimir Putin aus? Na, fällt euch was auf? Nordkorea und Russland spielen in einer ganz anderen Liga, wenn es darum geht, was Realität ist und was pure Illusion. Sie tanzen selbst unter den Diktaturen dieser Welt vollkommen aus der Reihe. Denn natürlich hat sich schon jeder mal von uns die Frage gestellt, ob das da gerade wirklich der echte Putin ist. Und wir haben uns dabei sicher auch schon öfter gewundert, ob sich mit dieser ziemlich wichtigen Frage nicht auch schon echte Experten beschäftigt haben. Nun ja, kleiner Spoiler, das haben sie. Und sie sind zu einem eindeutigen Ergebnis gelangt. Aber dazu kommen wir noch. Also, was wäre, wenn Putin nun wirklich perfekte Doppelgänger hätte? Wäre es dann eventuell möglich, dass man den echten Putin irgendwann einfach ganz ersetzen könnte? Oder dass dies sogar schon geschehen ist? Moment, was habe ich da gerade gesagt? Oh nein, ich bin nicht verrückt geworden. In diesem Video werden wir in ein gewaltiges russisches Mysterium eintauchen, über das kaum jemand im Westen spricht. Und das doch über das Schicksal Russlands, der Ukraine, Europas, ja der Welt entscheiden könnte. Am Ende werdet ihr nicht nur viel besser verstehen, wie dieses merkwürdige Riesenreich Russland tickt, sondern auch, wie es mit ihm weitergehen könnte. Mit oder ohne Putin. Aber eins nach dem anderen, fangen wir doch mit einer kleinen, unscheinbaren Frage an. Wisst ihr, warum viele Leute in Russland, aber auch in der Ukraine, in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober eine ziemlich schlaflose Nacht hatten? Nun, das lag nicht an Bombardements oder Drohnenangriffen. Es lag an nur 2 Posts auf 2 verschiedenen Telegram-Kanälen. Aber Sugar Bliat, die hatten es in sich. Der eine Post bestand nur aus 2 Worten. Der Tyrann ist tot. Der andere war etwas ausführlicher. Achtung, in diesem Moment findet in Russland der Versuch eines Staatsstreichs statt. Russlands Präsident Wladimir Putin ist heute Abend in seiner Residenz im Waldai gestorben. Um 20.42 Uhr Moskauer Zeit haben die Ärzte die Reanimation eingestellt und den Tod festgestellt. Jetzt sind die Ärzte in dem Raum mit Putins Leichnam eingesperrt. Sie werden von den Sicherheitsbeamten des Präsidenten auf persönlichen Befehl von Dmitri Kolchnev, dem Chef der Leibwache, festgehalten, der mit Nikolai Patruschew, dem Sekretär des russischen Sicherheitsrats, in Verbindung steht und von ihm Anweisungen erhält. Die Sicherheit des Doppelgängers des Präsidenten ist verstärkt worden. Aktive Verhandlungen sind im Gange. Jeder Versuch, den Doppelgänger nach Putins Tod als Präsident auszugeben, stellt einen Staatsstreich dar. In der Tat, CK Blatt, Putin ist tot. Und obendrauf läuft noch gleich ein Staatsstreich ab. Und ich weiß nicht, wie viele Sektkorken in dieser Nacht in Russland und wohl auch in der Ukraine in die Küchendecken von Plattenbauten geknallt sind. Denn was könnte das nicht alles bedeuten? Freiheit für die Russen, Schluss mit der Diktatur. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine langjährige totalitäre Einmannherrschaft nach dem Ableben der geliebten Führerfigur ruckzuck in sich zusammenbricht. Erst recht, wenn die Nachfolge nicht schon von langer Hand geklärt ist. Und dass Putins Russland weitaus weniger stabil ist, als es scheint, haben wir ja zuletzt beim Wagner-Putsch im Sommer gesehen. Auf Visualpolitik haben wir dazu ein 2-teiliges Video gemacht, das ich euch verlinken werde. Und wäre Putins Krieg, wie wir den russisch-ukrainischen Krieg gerne griffig titulieren, nicht so gut wie vorbei, wenn der Initiator und größte Kriegstreiber nicht mehr da wäre, weil er sich die Radieschen von unten anschaut? Vielleicht sogar im wortwörtlichen Sinne? Denn am nächsten Morgen legte die gleiche Quelle noch nach. Kein Respekt vor dem Verstorbenen. Putins Leichnam wurde in der Präsidentenresidenz im Waldai in eine Gefriertruhe gelegt, in der zuvor tiefgefrorene Lebensmittel gelagert wurden. Statt Prunksack und Staatsbegräbnis hat Russlands Langzeitherrscher nun eine Tiefkühltruhe in der Provinz bekommen. Also Putin im Permafrost, Ruhe sanft zwischen Pelmeni und Rentierkoteletts. Ach, das wäre einfach zu schön, sich das alles auszumalen. Aber es klingt auch verdammt ernst, denn diesen Quellen zufolge würde Putins Tod seither geheim gehalten, weil ein Klüngel unter dem Kommando des Ex-Geheimdienstchefs und Sicherheitsratsvorsitzenden Nikolai Patruschew als grauem Kardinal sich an die Macht klammert. Die Rede ist von einem Politbüro 2.0. Und dazu würden sie sich, und das klingt ja nun völlig aberwitzig und wahnsinnig, eine Art Marionette bedienen, eines Putin-Doppelgängers.
Folgerichtig wäre die russische Verfassung, die eigentlich einen klaren Ablauf vorgibt, was passiert, wenn ein Präsident im Amt stirbt, von dieser Kammeria in Putins Todesnacht einfach in die Tonne getreten worden. Denn eigentlich müsste in diesem Fall der Premierminister, ein gewisser Michail Mishustin, den man im Westen nicht gerade viel zur Kenntnis nimmt, die Amtsgeschäfte übernehmen. Und innerhalb von 3 Monaten müssten Neuwahlen angesetzt werden. Aber irgendwie klingt das doch komisch. Das alles passiert und die ganze Welt schaut dabei zu, oder besser gesagt, weg und merkt überhaupt nichts? Was für ein Skandal! Nun, nicht so schnell, denn die Sache hat natürlich einen Haken, und zwar einen ganz gewaltigen. Wie so oft, wenn etwas einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Es gibt nämlich nur diese 2 Quellen, die den Tod von Wladimir Putin verkündet haben. Und keine davon ist das, was man offiziell oder amtlich nennen würde. Es gab keine Meldung der staatlichen Nachrichtenagenturen TASS und RIA Novosti und kein Kommuniqué des Kremls mit Trauerrand. Putins Präsidentensprecher Peskow sprach am nächsten Tag nur von einer absurden Falschinformation und ging dann zum Alltagsgeschäft über. Das war auch der Grund, warum diese Nachrichtenbombe im Westen weitgehend mit einem verwirrten bis amüsierten Lächeln abgetan wurde. Diese Russen halt mal wieder, was denen nicht alles Verrücktes einfällt, nicht wahr? Aber ihr kennt mich ja, ich ticke immer etwas anders als unser medialer Mainstream. Vor allem, wenn ich mir jetzt selbst eine provokante und kritische Frage stelle. Mark, du hast dich ja ziemlich viel mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt. Sag doch mal, hältst du amtliche russische Quellen wie TASS, RIA Novosti, die Kreml-Haus-Webseite kremlin.ru, Putins Pressesprecher Dmitri Peskow oder auch das russische Verteidigungsministerium mit seinen täglichen triumphalen, super-duper Erfolgsmeldungen von der Front für seriöse Quellen? Glaubst du denen auch nur ein Wort? Oder sind sie nicht etwa eher ein toller Kontraindikator? Nach dem Motto, man sollte nichts glauben, bis es der Kreml dementiert. Nehmen wir Putins treues Hundchen Peskow, der 4 Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine noch Folgendes von sich gab. 20.02.2022. Peskow sagte, Russland wolle das Wort Krieg nicht mal aussprechen. Wir weisen darauf hin, dass Russland in seiner Geschichte noch nie jemanden angegriffen hat. Und Russland, das so viele Kriege erlebt hat, ist das letzte Land in Europa, das das Wort Krieg überhaupt in den Mund nehmen will, so Peskow. Er erinnerte auch daran, dass Moskau die europäischen Länder zur Vernunft aufruft und forderte sie auf, sich die Frage zu stellen, welchen Sinn würde es machen, wenn Russland jemanden angreift? Wenn also Kreml-Pressesprecher Peskow, wie Ende Oktober geschehen, 2-mal im Laufe von einer Woche seinen Hofjournalisten in den Blog diktiert, dass Putin pumperl gesund ist, selbstverständlich seinen Amtsgeschäften voll und ganz nachgehen kann und all diese Gerüchte über Doppelgänger, Herzstillstand und klinischen Tod nichts als üble Lüge und Verleumdung sind, sollten wir ihm das dann wirklich abkaufen? Oder doch lieber hellhörig werden? Nun, aus genau diesem Grund wollen wir uns diese beiden interessanten Quellen genauer ansehen, aus denen in dieser unruhigen Nacht vom 26. auf den 27. Oktober die Nachricht von Putins finalem Umzug in die Tiefkühltruhe kam. Um welch bedeutende Quellen geht es, dass sich selbst ein Peskow genötigt sah, auf sie zu reagieren? Und danach werden wir uns der Frage widmen, was ist nun dran am Gerücht von Putins Tod? Das heutige Video wird etwas anders als die ihr von mir gewohnt seid. Heute werden wir uns direkt in ein obskures und geheimnisvolles Reich der Lügen, der Propaganda und Manipulation begeben, in dem nichts so ist, wie es scheint. Es ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil des Systems Putin, sondern gehört fest zum Wesen Russlands. Und kaum etwas in diesem Riesenreich ist von den Menschen im Westen, ja selbst von Experten, schwerer zu durchblicken und leichter misszuverstehen. Also, schnallt euch gut an. Heute würde ich euren Horizont gerne auf eine Weise erweitern, die ihr bisher von mir noch nicht gewohnt sein dürftet. Mausetot und auf Eis gelegt. Die eine Quelle der Gerüchte über den Tod des Diktators ist ein anonymer Kanal auf Telegram und YouTube, der sich hier wie dort General SWR nennt. SWR ist die Abkürzung des russischen Auslandsgeheimdienstes. Der Kanal erweckt also den Eindruck, es stünde mindestens ein Geheimdienstgeneral des SWR dahinter. Nach eigener Darstellung hat er auch zahlreiche Mitstreiter und Gesinnungsgenossen. Und darunter sind nicht nur Leute vom SWR. Aber wie dem auch ist, dieser General SWR versorgt auf Telegram seine stolze Zahl von inzwischen 465.000 Abonnenten jeden Montag bis Freitag, Punkt 9 Uhr Moskauer Zeit. Es scheint sich also um eine echte Beamtenseele zu handeln.
Das ziemliche Gegenteil von mir und meinen Upload-Zeiten also. Jeden Morgen kommt General SWR mit einem suffisanten Insider-Report, was sich am Vortag im engsten Zirkel der russischen Führung alles Spannendes und Peinliches zugetragen hat. Also angeblich. Es gibt davon übrigens auch eine englischsprachige Version, General SVR. Falls ihr euch selbst ein Bild machen wollt und es mit euren Russischkenntnissen nicht so weit her ist. Einmal pro Woche meldet sich zudem ein geheimnisvoller Viktor Michailowitsch auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal General SWR, der 220.000 Abonnenten hat und berichtet in etwa die gleichen Dinge, wie sie auf Telegram geschrieben stehen. Außerdem lässt er sich einmal die Woche von einem in Frankreich lebenden Ex-KGB-Agenten namens Sergei Schirnov interviewen. Vom General sehen wir dabei aber nur einen Schlapphut und einen Trenchcoat und selbst das nur als Standbild. Viktor Michailowitsch sagt von sich nur, er sei pensioniert und dass er mit seinen Angehörigen im Ausland lebe. Er nennt weder seinen Familiennamen noch zeigt er sein Gesicht. Wir kennen nur seine Stimme. Ganz anders ist das bei der anderen Quelle. Bei ihr handelt es sich um einen ziemlich charmanten Historiker aus Moskau namens Valery Solovey. Man kennt ihn allerdings eher als Politologen und Kommunikationswissenschaftler. Von 2007 bis 2019 leitete er den Lehrstuhl für Werbung und Public Relations an der renommierten Moskauer Hochschule des Außenministeriums. Dann wurde er entlassen, wegen seiner sehr eindeutig oppositionellen Einstellung gegenüber dem Putin-Regime. Dieser Solovey ist in Deutschland bisher nur wenigen ein Begriff. Der Eintrag über ihn in der deutschsprachigen Wikipedia ist nur 5 Zeilen lang. Und verwechsel seinen Namen bitte nicht mit Wladimir Sowoljow. Das ist der rumpöbelnde Oberhetzer im russischen Staatsfernsehen. Unser Solovey hat übrigens einiges mit dem bekanntesten russischen Oppositionellen, Alexei Nawalny, gemein. Beide vertreten heute eine strikte, freiheitliche und westorientierte Anti-Putin-Position. Und beide haben so etwa 2010 bis 2012 angefangen, sich politisch zu engagieren und nach einer Führungsrolle gesucht. Aber nicht etwa im Lager der liberalen westlichen Demokraten, sondern in der eher schmuddeligen, nationalistisch-patriotischen Ecke. Und nun ja, beide wollen heute daran nicht mehr so gerne erinnert werden. Solovey sagt über sich, er sei zwar russischer Patriot, aber durch und durch Humanist und Demokrat. Und dass er sich nichts mehr wünsche als ein freies und friedliebendes Russland, das mit seinen Nachbarstaaten in Eintracht lebt. Aber während Nawalny seit 2 Jahren unter strengsten Bedingungen im russischen Knast schmort und inzwischen sogar seine Anwälte hinter Gitter wanderten, betreibt Solovey aus seinem gutbürgerlichen Schlafzimmer einen ziemlich populären YouTube-Kanal mit 560.000 Abonnenten. Über YouTube hält er sein Publikum mit politischen Insider-Informationen und Prognosen über die Entwicklungen in Russland auf dem Laufenden. Und nebenbei gibt er fast täglich Interviews. Natürlich nie den kremltreuen Staatsmedien, sondern nur oppositionellen russischen Exilmedien. Und, geradezu ungeheuerlich für einen in Russland lebenden Politologen, auch jeder Menge ukrainischen Medien und Kanälen. Solovey warnt dabei immer wieder unter Verweis auf seine angeblichen Informanten in höchsten Machtkreisen ziemlich konkret einschneidenden Veränderungen oder gar katastrophalen Entwicklungen in Russland. Putin werde schon 2022 abtreten, sagte er zu Beginn des Krieges. Später sagte er dann zum Beispiel, es würde alsbald landesweites Kriegsrecht ausgerufen oder Kreml werde die Grenzen schließen. Putin erwäge gar den Einsatz taktischer Atomwaffen oder plane eine Provokation in einem Kernkraftwerk, um dies den Ukrainern in die Schuhe zu schieben. Und dergleichen mehr. Nichts davon ist allerdings eingetreten, was Solovey dann zumeist damit begründet, dass die Verwirklichung derartiger Pläne in erster Linie deshalb verhindert wurde, weil er und seine aufrechten Informanten sie rechtzeitig öffentlich gemacht hätten. Naja, auch eine Art Logik. Andererseits gab es jede Menge erstaunlicher Entwicklungen, die der Professor ziemlich genau vorhergesagt hat. Zum Beispiel eben nichts weniger als Russlands Invasion der Ukraine. Er war einer der wenigen, die damals im Herbst-Winter 2022-23 sagten, Putin plane konkret einen Krieg und sei zur Invasion entschlossen. Während man sich sonst in West und Ost lieber an die Hoffnung klammerte, Putin blöffe doch nur und Putin sei doch nicht irre. Nun ja, er hat nicht geblufft, wie wir heute wissen. Und vor der Mobilmachung in Russland im September 2022 warnte Solovey 4,5 Monate vorab. Selbst den Wagner-Putsch sah Solovey schon mit 1 Monat Vorlauf kommen. Und noch ein schönes, recht aktuelles Beispiel für die unbestreitbar gute Informiertheit des Professors. Ihr erinnert euch vielleicht, Anfang August gab es ein Treffen zwischen Putin und Erdogan in Sotschi.
Alle Welt ging dabei davon aus, das Hauptthema sei eine Wiederbelebung des zu diesem Zeitpunkt schon von Russland ad acta gelegten Getreideabkommens. Es hatte der Ukraine den halbwegs gefahrlosen Export ihrer Ernten über das Schwarze Meer ermöglicht. In Sachen Getreideabkommen kam dabei mit Erdogan bekanntlich nichts heraus. Doch Valery Solovey verkündete gleich nach dem Treffen der beiden Autokraten, Russland habe dabei insgeheim der Türkei und damit deren Alliierten Aserbaidschan freie Hand gegeben, im Krisengebiet Bergkarabach nach eigenem Gutdünken zu handeln. Es vergingen dann 15 Tage und bam, Bakus Armee überrollte in einem Blitzkrieg die Armenier-Exklave. Und der Kreml schaute einfach weg. Sogar als dabei versehentlich einige Soldaten der russischen Friedenstruppe in Bergkarabach getötet wurden. Das überraschte viele. Tja, außer Soloveys Zuhörern. Professor Solovey scheint also wirklich ein gut informierter Politikexperte zu sein. Aber da gibt es noch etwas Wichtiges. Solovey deutet immer wieder an, dass er sozusagen nur der Sprecher eines geheimen Netzwerkes von mehr oder weniger einflussreichen Personen in Wirtschaft und Staat sei. Und diese Leute würden das Regime Putin abgrundtief ablehnen und nur auf den Tag warten, an dem sie in Russland ans Ruder kommen können. Faktisch das Gleiche behauptet von sich auch General SWR. Für diesen Fall verspricht Solovey so gewaltige Veränderungen in Russland, dass einem als guten Demokraten die Tränen kommen. Freilassung aller politischer Gefangener, sofortiger einseitiger Waffenstillstand, Abzug aus den neu besetzten Gebieten, wobei auch die Krim und der Donbass zur Disposition stehen. Friedensverhandlungen mit Kiew und Kompensation der Kriegsschäden in der Ukraine. Harte Bestrafung von Kriegsverbrechern und Korruptionären. Freiwahlen, Verhandlungen mit dem Westen über die Aufhebung der Sanktionen und. Kurzum, Solovey verspricht nichts weniger als eine neue, faire, friedliebende russische Republik als Nachfolgerin der durch Putins blutige Diktatur diskreditierten Russischen Föderation. Gut, solche Dinge sagen und fordern ja viele russische Oppositionelle, die ins Exil gegangen sind und nun aus Vilnius, Berlin, London oder Tel Aviv über soziale Medien Tag ein Tag aus vehement das Putin-Regime anprangern. Der große Unterschied zu Professor Solovey ist aber, er lebt in Moskau, im Auge des Orkans. Und noch wichtiger, ja, er lebt. Er ist nicht mausetot wie der 2015 vor den Kremlmauern ermordete Boris Nemtsov, der eine ähnliche Vorstellung von Russlands Zukunft hatte. Und Solovey sitzt auch nicht im Gefängnis, wie alle im Land gebliebenen echten politischen Widersacher Putins. Alexei Nawalny, Ilya Yashin, Wladimir Karamurza oder auch der Ultranationalist Igor Girkin. Einzig zum ausländischen Agenten hat ihn der russische Staat erklärt, aber das ist inzwischen ja unter Putin-Gegnern schon der reinste Ehrentitel. Und einmal kurz nach Kriegsbeginn gab es eine Hausdurchsuchung bei Solovey. Und jetzt haltet euch fest, Solovey erklärt seine scheinbare Unantastbarkeit wiederum mit einem Schlüsselelement seines Narrativs, dem Netzwerk seiner Mitstreiter. Darunter seien nämlich ziemlich einflussreiche Leute, die ihre schützende Hand über ihn halten und verhindern, dass andere Putin-getreue Seilschaften ihm ans Leder gehen. Ja, er sei gefährdet, sagt er. Sein Leben sei deshalb mitunter auch ziemlich unangenehm geworden. Aber das Risiko für ihn sei dank seiner Paten im System überschaubar. Der Sieg wird unser sein, ist seine selbstsichere Abschiedsfloskel am Ende der Videos. Also, das ist doch echt irre. Man hat den Eindruck, um diesen Professor Solovey gäbe es mitten in Moskau einen magischen Kreidekreis, an dem einfach alle bösen Geister des Putin-Regimes machtlos abprallen. Während Solovey per YouTube die internsten Geheimnisse und Pläne des Kremls hinausposaunt, als würde er bei Putin unbemerkt unterm Schreibtisch sitzen. Okay, so viel erst einmal zum glatzköpfigen Professor Valery Solovey. Halt, nein, eines ist noch recht wichtig. Nach der Meldung von Putins Tod behaupteten viele Kanäle und Experten, General SWR sei einfach nur ein paralleles Medienprojekt von Professor Solovey. Denn Solovey selbst bezieht sich gerne auf Informationen von General SWR und beide Quellen bezeichnen sich als Partner und Verbündete. Ich selbst glaube nicht, dass Solovey und der General ein und dasselbe sind. Schon einmal, weil die Stimme und Redeweise des geheimnisvollen Schlapphuts Viktor Mikhailovich eine ganz andere ist als die des Professors. Am 17. Juni 2021 haben sie sogar mal auf YouTube ein Online-Gespräch miteinander geführt. Und als General SWR im September 2020 an den Start ging, war dies in der Tat eher ein Kanal zur Veröffentlichung von russischen Geheimdienstinterna. Und das ist nicht Soloveys Dunstkreis. Okay, aber haben wir nicht gerade gehört, es würde versucht, Putin durch einen Doppelgänger zu ersetzen, der jetzt im Interesse von Putins Kamaria so tut, als würde der echte Putin weiterregieren und als wäre nichts geschehen? Dann sollten wir dem doch mal wirklich auf den Grund gehen. Aufgepasst! Doppelgänger an die Macht.
sicher seid ihr auch der Meinung, die heimliche Substitution Putins durch Doppelgänger wäre politisch gesehen der viel größere Hammer als der Umstand, dass ein alter Herrscher, sei es vor oder nach seinem Ableben, von seiner Entourage schäbig zur Seite geschoben wird, anstatt mit allen Ehren ins Jenseits und die Geschichtsbücher eingehen zu dürfen. Selbst für russische Verhältnisse wäre das ein ziemliches Ding. Ich meine, dass Putin einen oder gar mehrere Doppelgänger haben soll, die ihn bei heiklen oder lästigen Terminen vertreten, das wurde ja ab und an mal im Westen gemutmaßt. Also man berichtete über derartige Spekulationen, nicht darüber, dass dem wirklich so ist. 23.03.2023. Spekulationen nach Krim- und Mariupol-Besuch. Waren Putins Doppelgänger unterwegs? Hat der russische Präsident Doppelgänger und wenn ja, wie viele? Sein überraschender Besuch in den besetzten Gebieten der Ukraine lässt erneut Spekulationen aufflammen. Aber so richtig glauben wollte das eigentlich niemand. Und auch so gut wie niemand, zumindest kein recherchestarkes Medium wie der Spiegel oder das ZDF, wollte sich der Sache mal wirklich annehmen und die Gerüchte mit Expertisen auf den Prüfstand stellen. Ganz im Gegenteil. Doppelgängergerücht. Putin, wir haben einen. Wobei es sich bei der Headline des Spiegels um ein wörtliches Zitat von Peskow handelt. Und das deutsche Leitmedium in seinem Artikel über dessen Dementi der Doppelgängergerüchte nicht mal die seit 9 Tagen durch Russland wabernden Todesgerüchte anspricht. Stattdessen schreiben sie nur, über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten wird viel spekuliert. Im deutschen Medienwald war sich zuletzt einzig die Bild-Zeitung sicher, dass es Putin doppelt gibt, wenn nicht gar dreifach. Es gibt mindestens 2 Doppelgänger. In den vergangenen Monaten hatte Kriegstreiber Wladimir Putin einige kuriose Auftritte. Mittlerweile ist man sich sicher, wo Putin draufsteht, ist nicht gleich Putin drin. Der Kremlführer, er hat zahlreiche Doppelgänger. Bild-Chefreporter Peter Tiede macht die große Analyse. Wer ist Wladimir Putin und wenn ja, wie viele? Die Bild-Zeitung? Wenn es dort steht, riecht es für viele ja erst recht nach einer absurden Verschwörungstheorie. Die sehen doch auch gerne mal UFOs und Außerirdische am Werk, oder? Aber was würdet ihr sagen, wenn ich euch jetzt zeige, dass es im Westen eine durchaus solide Untersuchung der Frage gab, ob Putin sich in letzter Zeit durch einen Doppelgänger in der Öffentlichkeit vertreten lässt oder nicht? Okay, nicht gerade wortwörtlich im Westen, sondern eher weit im Osten. Und zwar war es der japanische Fernsehsender TBS, der dazu schon am 12. Juni eine ausführliche Sendung gemacht hat. Die Japaner bemühten dabei sowohl Experten als auch künstliche Intelligenz für ein Gutachten zur Gesichtserkennung. Sie verglichen den Gang Putins bei verschiedenen Gelegenheiten und machten eine Sprachanalyse. Zuerst vergleicht wir die Stimme Putins während des Besuchs einer Helikopterfabrik in Ostsibirien im März diesen Jahres. Wie unterscheiden sich diese 2 Fragmente? Was wir hier sehen, erstens wird das S sehr stark betont. Als nächstes geht Pa auf bis zu 9 kHz hoch, wenn er spricht, mit dem folgenden C bei 5,4 kHz. Vergleichen wir es hiermit. Hier klingt S in Spasiba extrem schwach. Abgesehen vom Unterschied bei der Aussprache des Lautes S gibt es einen bemerkenswerten Unterschied bei der aufeinanderfolgenden Aussprache von Ba und Si. Lasst es uns nochmal anhören. Es gibt einen Unterschied in den Aufnahmebedingungen und auch in der Sprechweise selbst. Aber trotzdem ist es extrem selten, dass es so starke Unterschiede gibt. Wir müssen an dieser Stelle feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die 2 Stimmen verschiedenen Personen gehören. Der erste ist am 9. Mai während der Gedenkfeiern zum Sieg im Zweiten Weltkrieg. Wir halten diesen für den wahren Putin. Hier haben wir ein paar andere Gesichter, die wir mit Hilfe von KI-Gesichtserkennung vergleichen. Die Ähnlichkeit bei der Krimbrückeninspektion ist mit 53% sehr gering. Experten für Gesichtserkennung würden dies in den meisten Fällen als nicht übereinstimmend bezeichnen, was uns zu der Annahme führt, dass es sich um ein Double handelt. Das andere Bild hat 40% Ähnlichkeit, also noch weniger. Also wird Putin hier höchstwahrscheinlich von einem anderen Double repräsentiert. Wenn man die beiden vergleicht, sinkt außerdem die Ähnlichkeit zwischen ihnen auf nur 18%, was bedeutet, dass es sich um völlig unterschiedliche Individuen handelt. Die KI-Expertenanalyse der Gesichtserkennung zeigt deutlich die hohe Wahrscheinlichkeit von mindestens 2 Doppelgängern.
Der Putin, der bei der Marineparade erschien, hatte eine 86%ige Übereinstimmung bei der Art seines Gangs. Das mag für den menschlichen Betrachter sicher hoch genug erscheinen, aber für das KI-System weist diese Zahl darauf hin, dass es sich um eine andere Person handeln könnte. Darüber hinaus sind hier die Analyseergebnisse des Videos von Putin bei seinem Besuch in Mariupol. Die Trefferquote sank auf 75%, was die Wahrscheinlichkeit eines Doppelgängers weiter erhöht. Die Beurteilung erfolgte durch die Betrachtung der Körperhaltung während des Gehens. Das Ergebnis der japanischen Experten: Es gibt zwei Doppelgänger. Als Original Putin wird der angesehen, der auf dem Roten Platz am 9. Mai die Siegesparade abnahm. Ein Putin, der die reparierte Krimbrücke inspizierte, war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderer Mensch. Noch weniger ähnlich war jener Putin, der nächtens durch das von russischen Truppen besetzte Mariupol fuhr. Und diese beiden Doppelgänger sind sich der Expertise zufolge untereinander so wenig ähnlich, dass es definitiv zwei unterschiedliche Individuen sein müssen. Starker Tobak, nicht wahr? Beobachtern in Russland sind darüber hinaus aber noch viele andere Ungereimtheiten aufgefallen, die den Schluss nahelegen, dass sich Putin zumindest in diesem Jahr oft und immer öfter durch Doubles vertreten ließ. Was es da nicht alles gab. Da ist die Tatsache, dass sich Putins Stimme und auch sein Aussehen manchmal von einem Tag auf den anderen stark veränderten. Und zwar weitaus mehr, als es durch "er war erkältet und heiser, am nächsten Tag ging's dann wieder" zu erklären wäre. Der Doppelgänger verplapperte sich auch gelegentlich mal. So erzählte er während eines Gesprächs mit Werktätigen, er selbst sei ja früher bei der Marineinfanterie gewesen. Diese Tatsache war aus Putins Lebenslauf bisher nicht bekannt, denn er diente ja nur beim KGB. Es fällt auch auf, dass Putin in letzter Zeit Schwierigkeiten hat, Zahlen logisch wiederzugeben. Dabei glänzte er früher mit einem ziemlich eindrucksvollen Zahlengedächtnis. Er genießt es geradezu, auch sehr lange Zahlen präzise und bis auf die letzte Ziffer genau vorzutragen. Und ihr erinnert euch sicher alle an diese lustigen Bilder, wie Putin nicht nur einmal hohe Gäste an einem scheinbar kilometerlangen Tisch empfing. Offenbar, weil er ganz schrecklich Angst vor Ansteckungen hatte. Die Covid-Zeit soll er weitgehend isoliert in seinem Bunker zugebracht haben. Und plötzlich nimmt der gleiche Mensch propagandistisch wertvolle Bäder in der Menschenmenge, plaudert in Fabriken mit Werktätigen und umarmt wildfremde Menschen auf der Straße? Kann das jemand bitteschön erklären? Außerdem, es gibt Videobilder aus den letzten Monaten, wo Putin seine Armbanduhr am falschen Arm sucht. Das russische Fernsehen strahlte auch Sequenzen aus, bei denen sich offenbar während des Sprechens Elemente des Gesichtsdesigns des Doppelgängers selbstständig machten und als gut sichtbare Knubbel unter der Haut über die Wange wanderten. Die jüngste Doppelgängerpanne konnten wir erst letzten Freitag amüsiert zur Kenntnis nehmen, als die junge prima Ballerina Priska Zeissel, die wegen Auftritten auf der Krim beim Bayerischen Staatsballett in Ungnade gefallen war, Putin eine Frage auf Deutsch stellte. Der echte Putin spricht ja eigentlich perfekt Deutsch. Er hat auf Pressekonferenzen gelegentlich sogar die Journalistenfragen übersetzt, wenn die Dolmetscher nicht mitkamen. Und jetzt? Der Putin vom Freitag griff hastig zum Ohrhörer mit dem Dolmetscher. Sein Gesicht war perfekt anzusehen, wie unangenehm überrumpelt und ertappt er sich fühlte. Verräterischer geht es fast nicht mehr. Andererseits ist es auch vielsagend, dass die Präsidialverwaltung zumindest diesen Putin, der auf einmal kein Deutsch mehr versteht, selbst bei Anlässen mit derart starker Exposition und offenbar ungeskripteten Diskussionen einsetzt. Besonders schön war die Szene, als das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, den vermeintlichen Putin bei seiner Zeremonie als Wladimir Wassiljewitsch ansprach. Dabei heißt Putin bekanntlich mit Vor- und Vatersnamen Wladimir Wladimirowitsch. Und ich glaube, er hatte während der 15 Jahre Kirchenführung oft genug persönlich mit dem Präsidenten zu tun, um sich dessen Namen zu merken. War das also Absicht? Eine Art Trolling des Doppelgängers? Okay, aber wollt ihr selber mal den Unterschied zwischen zwei Putins eruieren? Dann achtet mal nicht nur auf die Gesichtszüge, sondern vor allem auf die Stimme. Michail Vladimirovich показал, как выстроена технологически, как выстроена работа в правительстве. Hier haben wir den vermutlich echten Putin mit einer Online-Kabinettssitzung am 11. Januar dieses Jahres. Und hier nur zwei Tage später in einem Interview bei einer Dienstreise nach Baschkortostan. Здесь ничего не нужно придумывать. Начнем с того, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи. Beide Videos stammen übrigens von der offiziellen Webseite des Kremls. Deshalb mein klares Fazit, so unglaublich und irre es klingen mag. Ich bin der Meinung, Putin hat Doppelgänger im Einsatz. Und zwar dieses Jahr immer häufiger. Gut, aber muss dies denn auch bedeuten, dass sie ihn ersetzen könnten? Oder dies sogar schon getan haben? Nun, haltet euch fest, denn es gibt da so einige Anzeichen, die sich zunehmend verdichten. Krankheitsvertretung.
Wir haben uns soeben davon überzeugt, dass es die Doppelgänger Putins wohl wirklich gibt. Zugegeben, das ist nichts wirklich Neues in der großen Politik, vor allem in der russischen. Vor über 400 Jahren schafften es zwei falsche Dmitris nicht nur, sich als legitime Zaren auszugeben, sie schafften es auch vorübergehend bis auf den Moskauer Thron. Aber auch über den Einsatz von Doubletten von Adolf Hitler, Winston Churchill oder Saddam Hussein sind allerlei Geschichten im Umlauf. Im Prinzip ist es für einen politischen Führer ja auch durchaus praktisch, einen Doppelgänger zur Hand zu haben. Vor allem aus Sicherheitsgründen, zur Verwirrung von Feinden oder Terroristen, die Anschläge planen. Man kann die Kopie mit dem Präsidentenkonvoi sichtbar irgendwo hinschicken und selbst in der gleichen Zeit sicher und unauffällig ganz woanders weilen. Da sich die potenziellen Angreifer nicht sicher sein können, ob sie bei ihrem Anschlag wirklich den echten Politiker töten, macht es für sie häufig gar keinen Sinn, erst so etwas zu planen. Putin selbst hat einmal gesagt, dass ihm in den Anfangsjahren seiner Präsidentschaft der Einsatz von Doppelgängern angeboten worden sei, um seine Sicherheit zu erhöhen. Er habe aber abgelehnt, behauptet er zumindest. Ein weiterer Grund könnte gerade während der Covid-Zeit akut geworden sein. Die Angst vor Ansteckung mit einem nicht beherrschbaren Krankheitserreger. Da wäre es doch eine feine Sache zu kontaktintensiven Events, wenn also unweigerlich viele Leute relativ eng beieinander sind und es auch nicht schicklich ist, mit Maske herumzustehen, einen Double zu schicken. Währenddessen weilt der wertvolle Originalorganismus des Staatschefs in seinen Gemächern und hat nicht mehr Kontakt als zu Kammerdiener und Privatsekretär. Doch in Russland scheint das in letzter Zeit, genauer gesagt in diesem Jahr, eskaliert zu sein. Der mutmaßlich falsche Putin empfängt Gouverneure, ergibt Interviews, leitet Kabinettssitzungen und absolviert durchaus bedeutsame Termine. Und redet dabei gelegentlich ganz schönen Stuss zusammen. Also warum tut sich der Kreml das überhaupt an? Warum geht er das Risiko der Aufdeckung der neuen falschen Dmitris ein? Nun, dafür kann es eigentlich nur eine logische Antwort geben. Der echte Putin schafft es nicht mehr. Er ist gesundheitlich nicht mehr in der Lage, seine Arbeit, das Regieren, in gefordertem Umfang zu erledigen. Denn vor allem, wenn du Alleinherrscher bist, musst du neben der großen Politik ja überall ran. Brücken einweihen, Truppenbesuche, Kongresse, Grußworte und Schiffstaufen, Panzerfabriken inspizieren und. Kurzum liegt der Schluss nahe. Putin ist krank und schwach. Er kann nicht mehr und braucht Assistenz durch ein Double oder gleich mehrere davon. Denn gesundheitsbedingt einfach die Macht abgeben und aufs Altenteil gehen, das kann und mag er nicht. Nach 24 Jahren Herrschaft ist alles auf ihn ausgerichtet. Putin ist die Klammer, die das System zusammenhält und die Balance zwischen den diversen einflussreichen Gruppierungen gewährleistet. Deshalb muss er omnipräsent sein. Niemand, erst recht nicht sein Volk, darf daran zweifeln, dass er die Zügel fest in der Hand hält. Erst recht, wenn man sich im Krieg befindet. Zugleich ist Putin aber auch derjenige, der seinen Satrapen, Hofschranzen und Günstlingen, all seinen Silowikis und Oligarchen ihre Macht und die Milliardenreichtümer garantiert. Der sie schützt vor Ermittlungen und Enteignungen von außen wie auch vor Missgunst und Neid der eigenen Kollegen im Dunstkreis der Macht. Wäre Putin weg, wäre es wohl auch schnell um sie geschehen. Also ist es logisch, dass Putins engstes Umfeld ein starkes Interesse daran hat, dass das System Putin weiter besteht. Selbst wenn es Putin nicht mehr geben sollte. Denn was wird, wenn er stirbt? Nun, es gäbe drei Möglichkeiten. Entweder agiert man getreu der Verfassung. Also Interimspräsident, Wahlen und ein neuer Präsident ziehen in den Kreml. In der Folge ziehen dann die einen Klüngler mit ihm ein, die anderen aber schmeißt er raus, weil es nun mal keine neuen Konkurrenten gibt. Kurzum, die Pfründe wären weg. Die zweite Variante, wir raufen uns alle zusammen, schließen eine große Koalition, bestimmen einen Nachfolger, der es allen recht macht und sind ansonsten alle ganz lieb zueinander. Nun ja, die Chancen darauf gehen im Wespennest-Kreml gegen Null. Denn jeder, absolut jeder möchte bei dieser historisch einmaligen Gelegenheit nach vorne kommen und nicht den Intrigen der Mitstreiter zum Opfer fallen. Also hätten wir noch den dritten Weg. Wir tun einfach so, als sei nichts passiert. Zumindest mal vorläufig. Erst einmal Waffenstillstand. Alles bleibt beim Alten. Nur müssen wir so tun, als sei Putin noch im Amt. Und dazu, Eureka, haben wir doch den oder die schon bewährten Doppelgänger. Und sobald wir uns irgendwie untereinander geeinigt haben auf einen halbwegs tragfähigen Plan, sorgen wir für einen unauffälligen Übergang. Klingt verrückt? Dann wartet erstmal, was jetzt kommt. Der Zar ist falsch. Der Mythos Putin bröckelt. Übrigens, kennt ihr schon meinen Substack? Und habt ihr ihn auch schon abonniert?
Falls nicht, dann nichts wie los. Dort findet ihr nämlich nicht nur zum Beispiel das vollständige Skript zu diesem Video, sondern auch noch weitere Goodies und vor allem Material, das ich hier auf YouTube nicht veröffentlichen kann. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Ich danke euch schon mal für das Abo dort und jetzt wieder zurück zu unserer Geschichte. Dreimal dürft ihr raten, wer hat in den letzten 2 Jahren immer wieder neue Details gestreut über die Existenz und den Einsatz von Putin-Doppelgängern? Richtig, ebenfalls unsere Helden vom Anfang des Videos. Professor Soloway und General SWR. Und selbst wenn man sich in westlichen Medienberichten zum Beispiel auf diesbezügliche Aussagen des ukrainischen Geheimdienstes bezog, lagen diesen doch meist wieder eben die gleichen Informationen aus diesen beiden Quellen zugrunde. Den ersten großen Post zum Doppelgängerunwesen gab es bei General SWR übrigens schon am 2. Juli 2021. Und darin wird sogar ein Name eines solchen Präsidentendarstellers genannt. Als einer der Doppelgänger 2019 starb, es wurde nachgeholfen, das war ein andermal, als also einer von ihnen starb, war es nicht möglich, für ihn Ersatz in Russland zu finden und das trotz des im Prinzip vorhandenen Katalogs von Kandidaten. Aber man fand einen in einer der ehemaligen Sowjetrepubliken. Laut den Papieren zu seiner Identität handelte es sich um einen gewissen Alexander Kirivitsch, geboren 1957. Aber ob diese Angaben echt oder bereits gefälscht sind, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Bevor er seinen Dienst antrat, wurde dieser Genosse einer Reihe von plastischen Operationen unterzogen, um sein Aussehen dem Original vollständig anzugleichen. Wobei man sagen muss, dass die Ähnlichkeit auch ohne Operationen frappierend war, vor allem nach einem mehr als 2-monatigen Training in Bezug auf Gewohnheiten, Umgangsformen und Sitten. Dann wurden sie zur Prüfung ein paar Mal herausgelassen, um unter realen Bedingungen mit Bediensteten zu sprechen. Dieser Doppelgänger bestand die Prüfung und ist seit über 2 Jahren im Dienst. Gleichzeitig wurde von Soloway und General SWR aber auch die Information in Umlauf gebracht, dass Putin an Parkinson leide. Und schlimmer noch, an einem unheilbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dass es sich dabei um mehr als ein Gerücht handelt, belegte das russische journalistische Rechercheprojekt mit dem Namen Projekt in einem ausgerechnet am 1. April 2022 veröffentlichten Enthüllungsvideo. Im Rahmen dieses Reports wurde belegt, dass Putin schon seit mehreren Jahren auf mehrtägigen Reisen nach Sotschi von einer ganzen Kavalkade spezialisierter Ärzte aus dem Moskauer Zentralklinikum der Hausklinik des Kremls begleitet wurde. Denn die Mediziner wurden ausgerechnet immer dann, wenn Putin aus Moskau verschwand, in der Nähe der Präsidentenresidenz in Hotels. Und die Buchungen und Abrechnungen waren online einsehbar. Anhand dieser Daten war sehr eindeutig zu belegen, dass Putin alles andere als gesund ist. Und einer der in Sotschi gefragtesten Spezialisten war just einer, der eine Dissertation über die Diagnostik von Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Senioren geschrieben hatte. Zu dieser Zeit, also im Frühjahr 2023, in den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsbeginn, verkündete auch der gut informierte Professor Soloway unentwegt, Putin geht es schlecht. Er muss abtreten, er kümmert sich um eine Nachfolgeregelung, aber erst will er schnell den Krieg gewinnen, um dann in die Geschichte einzugehen als großer Retter des Vaterlandes, der die bedrängte Heimat wieder groß und mächtig gemacht hat. Tja, dann lief es aber bekanntlich gar nicht gut mit dem Krieg gegen die Ukraine. Putin trat nicht ab, denn er musste ja erst den Krieg gewinnen. Und das zieht sich bekanntlich seither hin. Soloway hatte aber noch eine andere elementare Kernbotschaft für sein Publikum. Bloß nicht protestieren, riskiert nichts. Das Problem löst sich von alleine, auf biologische Art. Ein paar Monate noch und dann stehen ich und mein Netzwerk bereit. Danach wird alles gut. Es vergingen wieder ein paar Monate und Soloway sagte, Putins Körper ist hartnäckiger als gedacht. Aber bald, habt Geduld, nicht aufmucken. Bereitet euch lieber mal im Stillen vor, denn es wird eine unruhige Zeit in Russland geben. Eine neue Zeit der Wirren. So nannte man in der russischen Geschichte eine 15 Jahre lange Phase um das Jahr 1600 herum, als sich in Moskau auch die falschen Dmitris tummelten, von denen wir schon sprachen. Ehrlich gesagt erweckte das bei vielen kritischen Beobachtern in Russland den Verdacht, es handele sich hier um eine geschickte Manipulation zum Einlullen der kritischen Öffentlichkeit im Auftrag des Kreml selbst. Haltet schön still, nicht aufmucken und protestieren. Alles geht bald von alleine vorbei. Und das könnte auch erklären, warum Soloway vom sonst so brutalen und unnachsichtigen russischen Staat nicht mundtot gemacht wird. Ein Kritiker, der Journalist Ilya Bär, schrieb zum Beispiel Folgendes über Soloway. Von 2007 bis 2019 war er Leiter des Lehrstuhls für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit an der Universität MGIMO und hielt dort die folgenden Vorlesungen.
PR und Werbung in der Politik, Grundlagen der Informationskriegsführung und Medienmanipulation, Grundlagen staatlicher Politik im Informationssektor. In diesen Fragen ist ein echter Profi, und zwar nicht nur als Theoretiker, sondern auch als Praktiker. Solovey hat zwei Hauptthemen, die Theorie von Putins Doppelgänger und die ständigen Ankündigungen von Putins baldigen Tod. Da diese beiden Themen voll und ganz den Wünschen des Putin-hassenden Publikums in aller Welt entsprechen, kommen sie gut an und werden oft kombiniert. Solovey ist also ein ausgewiesener Experte für Medienmanipulation und Informationskriegsführung. Der reinste Dr. Frankenstein der Fake News Welt. Zweifellos hätte er, wenn dies denn tatsächlich eine Auftragsarbeit für den Kreml gewesen sein sollte, ein Spiel zum Einlullen von aktivem Widerstand noch lange weitertreiben können. Doch ehrlich gesagt, diese Theorie war nie besonders wahrscheinlich. Denn Solovey fährt dem Kreml permanent an den Karren. Er pinkelt Putin geradezu verbal ans Bein. Er plaudert peinliche Betriebsgeheimnisse des Machtapparats aus, dass er einem die Ohren schlackern und scheint dabei noch unantastbar. Und das in einem Polizeistaat, in dem Leute schon für das Hochhalten leerer Plakate ins Gefängnis wandern oder für das Austauschen von Preisschildern in einem Supermarkt gegen Antikriegsparolen. In St. Petersburg wurde deshalb eine junge Künstlerin zu 7 Jahren Straflager verurteilt. Und nicht zu vergessen, bei all dem assistiert Solovey immer auch eine geheimnisvolle Struktur, von der wir nur die Spitze des Eisbergs sehen bzw. hören, in Form der sonoren Stimme des General SWR. Und die berichtet in den letzten Monaten immer Despektierlicheres aus dem Bunker. Dass Putin inkontinent sei und Windeln trage, dass er Anfälle habe, bei denen er nicht mehr ansprechbar sei, dass er sich nach einem Treppensturz in die Hose gemacht habe, dass es mittlerweile aufwendiger sei, den todkranken Putin für einen Auftritt zurechtzuschminken, als den Doppelgänger zu briefen und ausgefertigt zu machen. Kurzum, was diese beiden Quellen in den letzten Monaten ablieferten, war in russischen Maßstäben Majestätsbeleidigung pur. Und Wehrkraftzersetzung und Hochverrat. Sollte der Kreml wirklich eine solche gnadenlose und professionelle Subversion des Präsidenten-Images dulden oder gar selbst initiieren, nur um die ohnehin winzige Opposition in Schach zu halten? So etwas kann sich kein Hardcore-Regime erlauben. Mir erscheint diese These daher eher widersinnig. Tja, und im Spätsommer hieß es dann schließlich, es geht wirklich zu Ende mit Putin. Die Ärzte geben ihm keine Chance mehr. In der ersten Septemberhälfte sagte Solovey, Putins Lebenserwartung geht nicht mehr über den Oktober hinaus. Tja, und dann hat er ihn tatsächlich sterben lassen. Am 26. Oktober um 20.42 Uhr. Apropos Uhrzeit, es ist allerhöchste Zeit, zu einem vorläufigen Fazit in dieser irren Story zu kommen. Ich zumindest bin mir sicher, hinter Valery Solovey und dem YouTube-Telegram-Kanal General SWR stehen einflussreiche Strukturen in Russland, die einerseits am alten Regime sägen, andererseits reale Zukunftspläne für die Zeit nach Putin schmieden. Und da ich die Doppelgänger-Theorie für belegt halte und mir keinen anderen Grund für den massiven Doppelgänger-Einsatz vorstellen kann als ernsthafte gesundheitliche Probleme beim Original, gehe ich davon aus, dass es um Putin rein physisch in letzter Zeit eher schlecht stand. Das sind nicht einfach irgendwelche abstrusen Gerüchte. Klar, in verunsicherten, destabilisierten Gesellschaften gedeihen Gerüchte wie Unkraut. Erst recht, wenn die Nachrichten planmäßig gefiltert und zensiert werden und die Wirklichkeit nur fragmentarisch abbilden. Aber die Nachricht von Putins angeblichem Tod wurde nicht von irgendjemanden aus den Interwebs in die Welt gesetzt und in sozialen Netzen verbreitet, sondern, wie wir gesehen haben, von ziemlich einflussreichen Artisten im russischen Politzirkus. Und sie wurde von ihnen auch nicht einfach aus heiterem Himmel lanciert und in Form von ein paar Tweets in Umlauf gebracht, sondern seit gut 2 Jahren in einem tagtäglich erneuerten Fortsetzungsroman mit vielen Details und Nebenhandlungen ziemlich stringent und logisch auf diese Kulmination hingeführt. Den Tod Putins. Wenn wir alle anderen Elemente dieser Story für ziemlich plausibel halten, warum sollten wir also gerade diese Folge ins Reich der Fantasie verweisen? Weil Kreml-Sprecher Peskov sie dementiert? Nun, in seinem letzten Interview sagte er auch Folgendes. Könnten Sie uns Ihre Sicht dazu mitteilen, wie der nächste Präsident Russlands nach Wladimir Putin sein sollte? Derselbe. Genau derselbe? Ja. Ist dies überhaupt möglich? Oder eben ein anderer, aber der gleiche. Und deshalb würde es mich nicht wundern, wenn Putin bzw. je nachdem sein Doppelgänger nun zum Beispiel einen neuen Premierminister einsetzen würde. Etwa diesen Herrn hier, Dmitri Patruschew, seines Zeichens Landwirtschaftsminister und, was nun überhaupt kein Zufall ist, Sohn der grauen Eminenz Nikolai Patruschew.
Und dann tritt Putin zurück oder stirbt plötzlich und unerwartet. Oder beides zugleich. Patruschew Junior wird dann amtierender Präsident und lässt sich 3 Monate später dann wählen. Oder wie man das halt in Russland so nennt. Zwischendurch beerdigt man feierlich den echten, wieder aufgetauten Putin. Und die Falschen bekommen entweder, je nach Risikoassessment und Dankbarkeitsgrad des Regimes, ein paar plastische Operationen zum Rückbau und einen sauberen Batzen Schweigegeld oder alternativ eine Kugel in den Hinterkopf. Das wäre zumindest billiger. Und anschließend ein ordentliches Bad in Flusssäure. Solovey übrigens sagt voraus, genauso könnte es kommen. 1 bis 2 Monate werde sich ein um Patruschew formierendes inoffizielles Politbüro 2.0 nun versuchen, mit des Doppelgängers Hilfe das Staatsschiff auf Kurs und über Wasser zu halten. Aber er sagt auch, dass das nicht gelingen wird. Die internen Differenzen im Machtzirkel wären zu groß und irgendwann bräche unweigerlich ein offener Konflikt auf. Und dann käme alles ans Tageslicht und das geheimnisvolle Netzwerk der Untergrundliberalen könnte die Gunst der Stunde nutzen, um das Ruder herumzureißen. Ja, meine lieben Zuschauer, man möchte sich wünschen, dass es so käme. Nun ja, ich bin mir im Moment nicht sicher, ob Putin wirklich am 26. Oktober gestorben ist und auf seiner Staatsdacha im Eisfach liegt. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass dem nicht genau so ist. Auf jeden Fall ist für mich diese ganze Geschichte anders genug, noch genauer hinzuschauen, was jetzt in Russland passiert. Und vor allem, was Putin tut, wenn es denn Putin ist. Daran scheint er übrigens inzwischen selbst zu zweifeln, wie uns diese kleine Szene vom Roten Platz beweist, am 4. November aufgenommen vom russischen Staatsfernsehen. Wer sind Sie? Putin? Ich? Ja, vorerst noch. Ach ja, und Professor Solovey werde ich hier auf meinem Kanal natürlich auch weiter im Auge behalten. Denn entweder ist er einer der begabtesten und geschicktesten Scharlatane und Medienmanipulatoren, die wir je zu Gesicht bekommen haben, oder ein wahrer Held und Kämpfer für Freiheit und Wahrheit, der faktisch im Alleingang die Glaubwürdigkeit des Regimes Putin im eigenen Land demontiert. Oder, und auch das ist nicht auszuschließen, er ist beides. Die Welt ist ja kompliziert und Russland erst recht. Und um zu verstehen, wie es wirklich tickt, ist es eben wichtig, sich mit derartigen Brainfuck auseinanderzusetzen, wie ihr in diesem Video erleben durftet. Oder was meint ihr? Schreibt mir doch mal eure Theorie zu Putins Auftreten, Doppelgängern und Ableben in die Kommentare unter diesem Video. Ruhig mal als kleine Fanfiction, ich stelle die besten dann in einem speziellen Community-Video vor. Und schreibt mir bitte auch, wie ihr dieses Video fandet. Falls es euch gefallen hat und ihr weitere nicht verpassen wollt, denkt doch bitte auch ans Abo mit Glöckchen. Ihr wärmt natürlich damit auch mein Herz. Und falls ihr Lust und das nötige Kleingeld habt, würde ich mich natürlich auch über eine kleine Spende von euch freuen, mit der ihr meine Arbeit freiwillig unterstützen könnt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Macht's gut und bis bald.